Hallo Menschen, heute möchte ich euch zwei Bücher über Nordkorea vorstellen. Das sind tatsächlich die ersten Bücher, die ich jemals zu diesem Thema las, aber man kriegt natürlich in den Nachrichten schon vorher immer ein bisschen was mit. Und ich kann jetzt also nicht direkt sagen, dass ich irgendwie schon immer fasziniert von dem Thema war, aber es gibt Momente, wenn ich da irgendwie was Neues höre, da bin ich erschüttert, dann muss ich aber auch wieder drüber lachen und ich kann es manchmal nicht ernst nehmen und im nächsten Moment finde ich es mit einer der fürchterlichsten Dinge, die so zurzeit passieren. Also es ist immer so ein Hin und Her, aber dadurch, dass ich es mir teilweise auch überhaupt nicht vorstellen kann, war ich halt wirklich interessiert an dem Thema. Und das erste, was ich las, ist Without You, There Is No Us von Suki Kim. Suki Kim wurde in Südkorea geboren, lebt inzwischen allerdings in den USA. Und sie geht, obwohl sie Atheistin ist, dann als Teil einer missionarischen Gruppe nach Nordkorea, die dort aber auch nicht offen missionieren, das natürlich auch nicht dürfen, das wäre auch für alle Beteiligten fürchterlich gefährlich, sondern die dort den Elite-Studenten so an einem College Englisch beibringen. Und das ist halt die einzige Möglichkeit, eigentlich so ein bisschen länger im Land zu bleiben und natürlich trotz Überwachung, aber vielleicht mal mit jemandem ins Gespräch zu kommen, weil man halt nicht nur von A nach B geführt wird, auch wenn man natürlich nicht offen herumlaufen kann. Das Leben in Nordkorea ist dort auch weiterhin eingeschränkt. Sie dürfen sich nicht frei bewegen, eigentlich nur auf diesem Campus. Und auch da ist es manchmal so ein bisschen, wird es seltsam angeguckt, wenn sie sich irgendwie an anderen Zeiten von A nach B bewegen, als es geplant wird. Es gibt auch nur in diesem einen Laden eigentlich Essen für sie mal so zusätzlich. Und sie hat halt ständig so diese Angst des Verratenwerdens. Denn sie merkt dann auch, dass Schüler halt so wirklich ohne mit der Wimper zu zucken lügen. Also auch über andere Sachen. Aber das sorgt halt für so eine Unsicherheit im Umgang mit anderen. Ich muss ganz ehrlich zugeben, und ich finde es selber nicht gut, dass das in mir entstanden ist, aber ich konnte beim Lesen so eine gewisse, also europäische Überlegenheit, aber eher im Sinne von Mitleid, mir nicht verkneifen. Ich weiß, dass das eine bescheuerte Reaktion ist, aber die Leute dort wissen so wenig. Und man könnte nicht mal sowas sagen wie Ignorance is bliss, sondern sie haben einfach keine Wahl und alles wird gesteuert. Und ich meine, den Elite-Studenten geht es vergleichsweise gut, aber manchmal fahren sie dann doch auch mal aufs Land und sehen halt wirklich so abgemagerte Leute dort. Und man kann auch seine Familie nicht erreichen, also mal telefonieren, also hinfahren sowieso nicht, aber nicht mal eine SMS oder sowas, das ist einfach nicht erlaubt. Und diese Studenten dort, also die Elite, hat halt von der Welt keine Ahnung. Die glauben zum Beispiel, so irgend so eine koreanische Speise, von der ich noch nie gehört habe, ist halt irgendwie so das beliebteste Essen in der ganzen Welt, weil ihnen das so gesagt wird. Und alles Koreaner ist natürlich sowieso das Beste der Welt. Und alles bei ihnen ist eigentlich veraltet. Es gibt einen Moment, da sagt eine, also Kollegin von Suki Kim, that teaching these North Koreans was a waste of time and that her nine-year-old daughter knew more about computers than the computer majors here. Of course, the DPRK, also die Regierung quasi, purposely infantilized its citizens, making everyone helpless and powerless so that they depended on the state. Und es ist halt echt traurig zu sehen, also das Internet kennen sie ja nicht wirklich und dann so ein paar Höhergestellte haben ein begrenztes Internet und geht halt auch weiter damit, dass niemand irgendwann eigentlich Alleinzeit hat, ständig gibt es irgendwelche Aktivitäten und sie kriegen auch so einen Buddy zugeteilt. Und machen, also die sind mit dem sehr, sehr eng verbunden. Die machen alles zusammen, sitzen immer zusammen. Und wenn sich die Klassen teilen, kriegen die manchmal einen neuen Buddy und die sprechen nie wieder mit dem Alten. Das heißt, es ist auch nie eine Freundschaft, die da irgendwie entsteht oder halt so eine zugeordnete Beziehung, die man absichtlich halt aufbauen soll, egal ob man denjenigen mag oder nicht. Darum geht es halt überhaupt nicht. Auch so andere Sachen, sie glauben halt, dass Koreanisch auf der ganzen Welt gesprochen wird. Denn Koreanisch ist, muss ja das Beste sein, was es gibt. Und natürlich kriegt man irgendwie überall Propaganda mit. Sie sagt auch, oh, es gibt eigentlich kaum ein Buch oder einen Film, in dem es nicht um den großen Führer geht. Beziehungsweise alles, was vielleicht mal außerhalb dessen ist, sind so irgendwie so Liebesdramen, die aus China importiert wurden. Aber sonst geht es immer um den großen Führer, auch in Nachrichten. Und dazu auch nochmal ein Zitat, nachdem die Studenten mal wieder gesagt haben, ja, das und das und das hat alles unser großer Führer gemacht. It was at moments like these that I could not help but think that they, my beloved students, were insane. Either they were so terrified that they felt compelled to lie and boast of the greatness of their leader, or they sincerely believed everything they were telling me. I could not decide which was worse. Und dann sind halt auch überall so Kriegslieder zu hören, selbst kleine Kinder singen das schon. Es geht halt darum, wie man die USA und Südkoreaner also abschlachten will. Das sind alles die größten Verbrecher der Menschheit. Und es kommt halt ganz, ganz selten dazu, dass sich einer der Studenten mal so ein bisschen öffnet und vielleicht ein bisschen mehr nachfragt. Aber das ist natürlich genauso gefährlich. Und ich bin auch froh, dass Suki Kim das auch erkannt hat. Denn sie sagt dann so, was this really conscionable? Awakening my students to what was not in the regime's program could mean death
for them and those they loved. If we were to wake up and realize that the outside world was in fact not crumbling, that it was their country that was in danger of collapse, and that everything they had been taught about the great leader was bogus, would that make them happier? How would they live from that point on? Awakening was a luxury available only to those in the free world. Und das zeigt halt schon ganz gut, wie die Stimmung dort ist, dass sie halt dorthin gereist sind mit dem Wissen um die westliche Welt und das aber auch nicht wirklich verbreiten können. Was ich zur Erzählweise sagen muss, mir war es etwas zu persönlich auch. Ich meine, natürlich sind es ihre Memoiren, die kann die schreiben, wie sie will, aber gerade so am Anfang, da erzählt sie uns von ihrem Ex-Freund, mit dem die jetzt wieder E-Mails schreibt, als sie noch in Südkorea auf ihr Visum warten muss und natürlich gehört es zu ihr, aber mich hat das halt ehrlich gesagt eher ein bisschen genervt und alles in allem muss ich sowieso sagen, sie ist mir eher unsympathisch. Es gibt zum Beispiel einen Moment, da vergleicht sie ihre mitgereisten Christen mit dem System im Nordkorea und sagt halt, wenn man in dem christlichen Lied Jesus zum Beispiel durch den großen Führer setzen würde, dann wäre das genau dasselbe. Und ich bin auch Atheist, ich bin kein so großer Freund von Religion, aber das finde ich, ja, das ist halt so ein Vergleich, der ist ein bisschen sehr polemisch meiner Meinung nach. Oder an einer anderen Stelle, da ist einer ihrer nordkoreanischen Studenten halt mal krank, also jetzt auch nichts Lebensgefährliches, aber liegt halt so ein bisschen kränkelt im Bett. Und der erste Gedanke, den sie hat, war, ach, in dem Moment hätte ich ihn so gerne mit in ein amerikanisches Einkaufszentrum genommen. Und also sie ist natürlich intelligent genug, um zu wissen, dass alles Materielle das jetzt nicht sofort besser machen würde. Aber trotzdem ist das so ihr erster Gedanke und das war so ein bisschen... Ja, und eine letzte Sache, die immer mal wieder aufkam. Es gibt einfach Momente, da spekuliert sie halt einfach ein bisschen, weil es auch einfach keine Fakten gibt. Also sie kann es nicht wissen, es wird ja alles geheim gehalten vor ihr. Und da nimmt es dann aber immer mal kurz so den Ton so in Richtung Verschwörungstheorie an. Also dass sie am Ende eines Kapitels dann so was fragt wie, oh, was habe ich denn da gesehen? Warum sind denn die zu dem Zeitpunkt da und da hingegangen? Was hat das zu bedeuten? Und ich meine, sie kann es nicht wissen, ja, aber das war halt immer so ein bisschen... Dadurch, dass sie es chronologisch erzählt und uns nicht einfach sagt, was sie später dann herausgefunden hat, immer so ein bisschen Spannungsmache, fand ich jetzt zum Beispiel. Und dann ist natürlich noch so die große Frage des Grundgedankens, also die Missionare sind natürlich dorthin, um irgendwie schon mal Fuß zu fassen und vielleicht später halt ihre Religion zu verteilen. Finde ich auch nicht so toll, ich mag keine Missionare. Aber sie, also ich habe ja gesagt, dass ich beim Lesen auch Mitleid bekam teilweise, aber trotzdem würde ich nicht nach Nordkorea fahren und den Leuten dort die westliche Welt nahebringen wollen. Und also ich meine jetzt nicht mal aus Angst, sondern weil ich das halt so ein komisches Vorgehen finde. Also natürlich, man hat halt auch noch nie von jemandem gehört, der aus Nordkorea geflohen ist, der es bereut hat, ja. Aber das ist doch irgendwie so nach dem Motto, hier habt ihr die westliche Welt. Ich weiß nicht so richtig, was ich davon halten soll. Und das hat alles dafür gesorgt, dass ich dann, wenn ich in Zukunft nochmal ein Buch irgendwie über Nordkorea lesen werde, dass ich dann doch auf jemanden zurückgreifen möchte, der vielleicht aus Nordkorea geflohen ist, der das so richtig alles miterlebt hat. Also ich meine, sie hat halt diesen einen Blick gekriegt in diese eine Richtung, aber und sie hat, also sie liebt ihre Studenten auch. Das hat man immer wieder gemerkt, dass sie ihnen vertrauen wollte, dass sie sich um sie kümmert und so weiter. Aber ja, manchmal war es halt trotzdem so ein bisschen ein komischer Blick von außen und das führt mich auch schon zum nächsten Buch, das ist nämlich ein Roman, allerdings auch natürlich nicht von einem Nordkoreaner, welchen Roman gibt es schon groß von einem Nordkoreaner, nämlich Das geraubte Leben des Weisen Jun-do. Ich weiß jetzt auch, dass man Jun-do sagen muss. Und der Autor war zwar auch mehrmals in Nordkorea, ist natürlich aber auch nicht dort geboren. Ich muss auch sagen, es hat gefallen, auch wenn es noch so ein paar Unsicherheiten in meiner Meinung gibt, die einfach aufkommen. Unser Protagonist Jun-do wächst eben als Sohn eines Waisenhausaufsehers auf. Von seiner Mutter weiß er nur, dass sie Sängerin ist und irgendwann mal in die Hauptstadt gebracht wurde, was halt sehr gerne mal mit hübschen jungen Damen geschah. Er lebt dort allerdings genauso wie die anderen Waisen, wird auch so behandelt. Also obwohl er ja eigentlich einen Vater hat, ist er aber eh mehr Waise als jetzt Sohn von irgendjemandem. Und eines Tages, passiert recht schnell am Anfang, wird er aber aus diesem Waisenhaus hin fortgebracht. Und daraus entsteht eine absolut verrückte, abwechslungsreiche und natürlich in diesem System auch teilweise grausame Geschichte, da in Nordkorea. Ich war tatsächlich überrascht, wie viel passiert, wie viel er erlebt, wie oft seine Situation wechselt. Einfach, weil ich das vorher irgendwie bei dem Thema Nordkorea nicht erwartet hätte. Dazu kurz ein Zitat von jemand anderem über ihn. Du bist ein Überlebenskünstler, der nichts hat, wofür es sich zu leben lohnt. Und das zieht sich auch wirklich durch diese Geschichte hindurch. Ich weiß nicht, wie realistisch es ist, dass jemand aus einem eher niedrigeren Status wirklich so viel vom System mitkriegt und in so viele Orte dieses Systems einfach gebracht wird. Kann ich nicht einschätzen, aber es ist auch so, dass Jun-do das
also eigentlich nie freiwillig macht, sondern es wird immer mit ihm gemacht. Irgendjemand befiehlt, er hat eigentlich keine Wahl, er wird immer passiv irgendwo hingeschickt, weil es das System halt so will. Also man kann jetzt nicht sagen, dass er irgendwie selbst durch das System geht, sondern ja, er hat keine Wahl, er wird geschickt. Was ich sehr toll fand, ist, dass ich sehr viel über Nordkorea erfuhr, aber trotzdem noch eine interessante Geschichte dazu bekam. Und teilweise war es halt dasselbe wie im Sachbuch, was ich so gehört habe. Deswegen hoffe ich halt, dass auch so die anderen Fakten halbwegs wahr sind. Ein Beispiel dafür ist, dass er zum Beispiel auch diese Elite-Schulen in der Hauptstadt anspricht und halt nicht so ganz positiv. Und das fand ich eine ganz, ganz tolle Sache. Er sagt dann, Jundo hatte gehört, die Sprachschule, auf der man Englisch sprechen lernte, sei in Pyongyang und voll besetzt mit Yangbans, den Kindern der Elitekader, die als Vorbereitung für eine Parteikarriere im Militär dienten und dann Diplomaten wurden. Chundo konnte sich ihre patriotischen Namen und schicken chinesischen Kleider lebhaft vorstellen, wie sie fett in der Hauptstadt hockten und Dialoge einübten, wie man einen Kaffee bestellte, wie man ausländische Arzneimittel kaufte und so weiter. Das heißt, ich fand diesen Kontrast so toll, denn es stimmt, tatsächlich sowas Ähnliches lernen die auch. Also sie, Suki Kim, gibt denen mal auf, so einen Brief zu schreiben, wie man im besten Fall ein Mädchen kennenlernt. Und, das habe ich euch vorhin gar nicht erwähnt, ist eine reine Jungklasse und die haben auch gar keine Zeit, wirklich Mädchen kennenzulernen. Oder, also natürlich hat dann einer vielleicht doch mal so eine Freundin, aber das ist überhaupt keine Frage für die eigentlich. Und das lernen sie halt dann aber auf Englisch. Und natürlich kommen auch andere Sachen vor. Also zum Beispiel diese Lautsprecherdurchsagen werden hier halt wiedergegeben, von denen man in Suki Kims Roman, Sachbuch nur hört. Auch die Propaganda, sowohl in Buch- als auch in Filmform. Und dass man Menschen einfach nicht erreicht. Es geht um den Hunger hier viel stärker noch als in Suki Kims Buch. Und auch um die Lager. Also die werden in Suki Kims Buch am Anfang so durch ein paar Fakten angeschnitten. Aber sie hat sie natürlich nicht erlebt. Sie kann da nicht viel drüber schreiben. Und deswegen fand ich das ja halt einen volleren Blick über Nordkorea und ich hoffe einfach, dass er war. Also ich kann es halt nicht wirklich nachprüfen. Was an diesem Buch sehr, sehr auffällig ist, ist dieser lockere Ton, selbst wenn es über Schlimmes geht. Ich finde sogar, also nicht nur im zweiten Teil, aber da nochmal besonders, dass es so die Form eines Schelmenromans annimmt. Also wie gesagt, das ist auch im ersten Teil schon, aber im zweiten geht es dann nochmal so ein bisschen um ein Versteckspiel. Und es kam halt immer wieder so zu Momenten, in denen Jundo mit jemandem, mit einer Gruppe zusammen ist. Und es passiert irgendwas, wofür die vielleicht auch gar nichts können. Aber die sagen sich alle, wenn wir jetzt so zurückgehen und die Wahrheit sagen, die schicken uns ins Lager. Wir können zwar nichts dafür, aber das wird passiert, wir wissen es alle. Und dann stehen die da so im Kreis, 5 Mann zum Beispiel, und dann sagt er, na gut. Aber was ist, wenn das vielleicht so und so war? Und der Nächste sagt, ja, ja, und ich habe das gemacht. Und der Nächste, ja, ja, denn ich habe ja vorher mich um das und das gekümmert. Und denken sich eine Geschichte aus, so für die, also die etwas höher gestellten, etwas, was nicht wahr ist, aber dadurch kommen sie dann vielleicht hoffentlich nicht ins Lager. Und also, ich sage das ja jetzt schon lächelnd, und eigentlich ist es ja furchtbar, wenn man drüber nachdenkt, aber das hat halt hier dann immer so einen schelmischen Ton angenommen. Es sorgte aber auch dafür, dass bei mir immer halt so ein kleiner Zweifel aufkam, so nach dem Motto, wie ist es nun wirklich? Und wie gesagt, deswegen möchte ich ganz gerne vielleicht doch mal in Zukunft etwas von jemandem lesen, der eben aus Nordkorea geflohen ist. Das hier war als Roman wirklich unterhaltsam. Es passiert auch immer was und man erfährt trotzdem viel so über die Hintergründe und über die Manipulation und dass Menschen keine freie Wahl meistens haben oder wenn, dann mit negativen Folgen zu rechnen haben. Und was ich immer wieder verrückt fand, ist die Ähnlichkeit dieses Romans zum Beispiel zu 1984. Also auch so in Kleinigkeiten wie diese Lautsprecherdurchsagen oder bei 1984 war es ja dann auch so dieser Fernseher, der angeht. Oder Morgengymnastik, natürlich auch so die Propaganda und Manipulation und diese Denunzierungen. Also es ist schon verrückt, wenn das halt sowas, was wir so als Dystopie einfach lesen, dass das im Großteil irgendwie aktuell noch auf der Welt passiert. Also im Großen und Ganzen, mir persönlich hat der Roman tatsächlich besser gefallen, aber auch da bleiben Zweifel, was so wahr ist. Das ist halt ein Blick vor allem auf diese Elite-Studenten und so ein bisschen was drumherum, wenn sie mal einen Ausflug machen. Man sieht natürlich auch hier viel, wie manipuliert wird und wie die ihnen nur bestimmte Sachen gezeigt werden und wie immer der große Führer gelobt wird und dass das doch das beste Land der Welt ist und wir wissen ja dann aus der Welt schon ein bisschen mehr. Im Großen und Ganzen waren beides, glaube ich, ganz gute Einsteigerbücher, einfach weil ich noch gar nichts so wusste, in welche Richtung man lesen kann und mich jetzt halt einfach so ein bisschen tiefer dann vielleicht mal informieren werde. Aber das kommt jetzt auch nicht diesen Monat. Das heißt, es war ein ganz guter Einstieg. Falls ihr von den mehreren Flüchtlingsmemoiren, die jetzt rauskamen, schon mehrere gelesen habt, könnt ihr mir gerne eins empfehlen, mit dem ich dann vielleicht weitermachen könnte. Ansonsten danke ich euch fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal.